Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Ja, ich war mal wieder shoppen bei Amazon, nachdem ich jetzt endlich im Januar, Ende Januar den neuen Star Wars Film mir mal angeschaut habe, mit insgesamt 6 Leuten im Kino. Also, ja, ich war relativ spät dran, habe aber den kleinen Kerl hier gesehen, den D0. Ich glaube, er heißt D0, oder? Ist doch D0. Oder heißt er D-O? Aber ich glaube, es ist eine 0, denn wir haben ja R2, C-3PO und BB-8, also immer eine Zahl. Und dann haben wir hier eben den D-0. Und das ist der kleine, neue, süße Schrott-Droide aus dem neuesten Film. Und der war ja echt schnucklig. Und den gibt es eben auch hier von Hasbro. Jawohl, ferngesteuert mit Soundeffekten und so weiter. Und den packen wir jetzt mal aus und lassen den kleinen Kerl mal etwas rumdüsen und schauen mal, was er so kann. Ich habe ihn für, 38 € rund bekommen bei Amazon. UVP sind, glaube ich, 69,99. Auf jeden Fall viel zu viel. Die sollte man nicht bezahlen. Aber bei 38 € habe ich gedacht, kann man doch mal zuschlagen. Allein für den Spaß. So. Packen wir den kleinen mal aus. Was haben wir denn hier drin liegen? Der kleine, ja, das waren die Garantiebestimmungen. Die sind weggeflogen. Hier schauen wir gleich mal rein. Auf der Packung, ihr habt ja gesehen, da gibt es nicht viel zu sehen. Hier ein paar Erklärungen, was er so kann. Ende Gelände, mehr ist da nicht drin. Das hier scheint wohl die Bedienungsanleitung zu sein. Ja, man sieht schon, wie man die Batterien einlegt. Die sind übrigens nicht mit enthalten hier im Lieferumfang. Wir brauchen für den Robo 4 Doppel-A-Batterien und für die Fernsteuerung 2 Triple-A-Batterien. Die habe ich mir hier schon mal bereitgelegt. Die hätten sie ruhig noch dazulegen können, aber naja. Und, ach nee, wir brauchen wieder einen Schraubendreher dafür. Das lieb ich ja, muss ich gleich noch holen gehen. Dann sehen wir hier, wo der Power-Button ist und ja, wie man ihn steuern kann. Okay, das war's. Schön Recyclepapier, das finde ich gut. Muss ja nicht immer Hochglanz sein. Also packen wir den Kleinen doch mal aus. Das hier. Na, das, oh, okay, das kommt. Oh, die Kamera, Hilfe. Das kommt hier ganz komplett noch mal raus. Und wie kriegen wir ihn denn jetzt hier raus? Ah, okay. Ich sehe. So, Verpackungskünstler. Und da hätten wir es jetzt endlich geschafft, haben wir hier einmal die Fernsteuerung. Die ist, ja, Billo-Plastik, sage ich mal, mit rechts und links. Und hier kann man dann, nee, hier ist vor, zurück und rechts und links. Ja, genau, vor, zurück, rechts, links. Mehr gibt es hier nicht. Okay, also, und hier hinten kommen dann die Batterien rein. Dann holen wir mal den kleinen Robo raus. Und ach, schaut mal her, er hat einen Wackelkopf, einen Wackeldackelkopf. Sehr schön, und ich merke schon, hier können sich diese Seitenteile, die sind hier gummiert und die können sich drehen. Auf denen fährt er dann nachher. Okay, und dann haben wir hier noch seine Antennen. Na, raus damit. Alle drei. So, da haben wir sie, alle drei Antennen. Und die müssen dann wohl da hinten irgendwie reingesteckt werden. Lasst mal kurz schauen. Ah, ja, genau. Seht ihr, da sind die Öffnungen 1, 2 und dazwischen ist die Nummer 3. Und da kommen die dann eben rein. So, jeder braucht hier seine Antennen. Er muss ja auch eine schöne Androiden- oder Droidenfriese haben. Und die bekommt er dann hiermit verpasst. So, man muss mal aber ganz genau schauen, wie rum die hier eingesetzt werden. Meine Güte, da passt nicht. Ne, da passt nicht jede überall hin. Also da ist ganz genau festgelegt, wo hier welche Antenne rein soll. Und die müsste dann so rum da reinpassen. Jawohl. So, fertig. Da hätte er also seine Antennen dran. Und ich hole jetzt mal einen Schraubendreher und wechsle mal eben hier die Perspektive, damit ihr besser sehen könnt. Schraubenzieher, wunderbar. Also erstmal hier die Akkus einlegen. Kann mir vielleicht mal jemand erklären, was das immer für einen Sinn hat, dass die Dinger hier verschraubt sind? Als ich noch klein war, damals in den 80ern, ist schon lange her, da war nichts verschraubt. Da hat man hier einfach nur einen kleinen Hebel gelöst und dann konnte man hier immer die Batterien rausholen. Da soll das irgendwie eine Kindersicherung sein, dass die nicht an den Akkus rumlutschen können? Keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne mal hier unten in die Kommentare. Ich finde es immer ein bisschen nervig. So, Fernsteuerung. Die ist schon mal versorgt und bei ihm kommen die Akkus genau hier unten rein. Da müssen wir es aufschrauben. Okay, das war's. Jetzt schauen wir, bevor ich den einschalte,
uns den kleinen Kerl mal noch ein bisschen genauer an. Also wir haben hier seinen kleinen Wackelkopf. Was ich hier ganz schön finde, ist, dass wir hier diese Verschmutzungen und Gebrauchsspuren und schaut mal hier, sogar eine Delle haben wir hier drin, dass die hier so schön drauf gemalt wurden. Das gefällt mir gut. Hier so das Grüne. Ja, soll das so sein? Sieht auf jeden Fall unsauber aus. Können wir auch als Vintage einfach mal so stehen lassen. Könnte aber auch einfach nur schlecht gemalt sein. Hier hat er auch nochmal seine Gebrauchsspuren. Hier die Rückseite. Auch sehr schön. Sieht irgendwie aus wie von so einem TIE Fighter mit seinen kleinen Antennen hinten dran. Dann haben wir hier den Hals. Das Ganze ist so, ja, so medi-beweglich. Ich sag mal, es wobbelt so ein kleines bisschen, aber völlig in Ordnung. Dann haben wir hier die Verbindung zum Rad hier unten. Auch da haben wir nochmal die ganzen Abnutzungsspuren, Rost und ja, eben die grüne Farbe. Und da sind auch die Sicherheitsmerkmale beschrieben. Also nicht die Haare da reinhalten, sonst hier Toupet weg, CE-Zeichen und die ganzen Sicherheitsbestimmungen, was da alles so drauf soll. Zum Glück von Weitem sieht man sie kaum. Auf der anderen Seite sieht es dann nochmal genauso aus. Sehr schön. Und hier, das sind dann die Bereiche, die sich drehen. Also nicht der komplette Teil, sondern nur hier diese grünen Ringe. Und die sind gummiert, damit er auch ordentlich fährt. Hier vorne scheint der Lautsprecher für die Töne drin zu sein. Und ach, hier, das kann man aber jetzt schlecht sehen. Da ist wohl der Infrarotempfänger. Ich schätze mal, das hier ist Infrarot für die Fernbedienung. Da ist nämlich auch so eine, ja, wie so eine LED oder sowas drin. Also der Empfänger, der wird hier oben sitzen. Dann hat er leider, ja, er hat leider Stützrädchen. Einmal hier, transparent, aber Stützrädchen vorne und Stützrädchen hinten. Und hier ist der Einschaltknopf. Ja, und da unten, wie gesagt, das Batteriefach. So, damit haben wir einmal den kurzen Rundumblick gemacht. Und jetzt, Freunde, ja, schalten wir den Kollegen doch mal ein. Also, so, jetzt ist er an, Freunde, da habt ihr das gehört und ihr habt schon gesehen, ja, er dreht sich, wenn ich hier drauf drücke und das verdammt zackig. Okay, also drehen tut er sicher hier wie verrückt und ich probiere mal ein bisschen vor und zurück zu fahren, aber meine Güte, also nichts für Feinmotoriker das hier. Jo, also ein ziemlich zackiger Kollege, für mich ein bisschen zu zackig, um ihn hier fahren zu lassen auf meinem Schreibtisch. Von daher lassen wir ihn einfach mal los auf den Boden und vor allem auch auf den Kater. Mal gucken, ob der interessiert ist. Aber süß ist er schon. Tja, Leute, da habe ich ihn mal ein bisschen rumdüsen lassen und er fährt eigentlich ganz gut, aber meiner hat irgendwie einen Seitentrall. Das heißt, wenn ich geradeaus fahre, dann zieht er immer ein bisschen in die eine Richtung. Wenn ich rückwärts fahre, tut er das aber nicht. Also er hat so einen kleinen Drall, der kleine Kollege hier, aber lässt sich sonst ganz gut fahren, wobei er sich auch mal ganz gerne... Ja, ist ja gut. Wobei er sich ganz gerne auch mal auf die Seite legt, je nachdem, welche Drehungen man mit ihm vollzieht. Ja, und er quatscht sehr gerne, leider nicht richtig. Also im Film hat er ja richtig gesprochen und hier macht er halt nur ja, seine Piepgeräusche, seine Droiden-Piepgeräusche. Die sind zwar niedlich, aber nicht so ganz akkurat eben. Wäre schön gewesen, wenn er noch ein bisschen was gesprochen hätte. Aber insgesamt
schönes kleines Spielzeug und den kann man auch, finde ich, schön ins Regal stellen zu den anderen Droiden, die man so hat, BB-8 oder R2-D2, was es da noch so gibt. Und ja, er sieht nett aus, man kann schön mit ihm rumfahren und ja, der Kater ist leider nicht auf Tuchfühlung gegangen. Er hat ihn von weit oben beobachtet und kritisch beäugt. Aber insgesamt ein schönes Spielzeug oder auch eben ein schönes kleines Sammelobjekt. So, jetzt hat er sich ausgeschaltet. Okay, also er schaltet sich auch automatisch dann mal wieder aus. Ich finde, für den Preis von 38 Euro kann man das hier absolut machen. Für jeden Star Wars Fan, der einen kleinen D0 haben möchte, der kann hier getrost zugreifen, Freunde. Ist ein schönes kleines Spielzeug, schönes kleines Sammlerstück. Von daher den Link, den findet ihr hier unten in der Videobeschreibung, dort wo ich ihn gekauft habe. Und ja, für jeden Star Wars Fan heißt es hier zugreifen. 38 Euro, aber zahlt keine 60, 70 Euro. Das ist er nicht wert. Ist ja immerhin doch nur ein bisschen Plastik hauptsächlich. Aber sonst ist er ein schöner kleiner Kollege. Hat Spaß gemacht und wir fahren jetzt auch noch ein bisschen rum. Gell, Kollege? Ja, er freut sich schon. Also Leute, das wäre es gewesen für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.